Ein Spezialkoffer mit jeder Menge technischer Spielereien, darunter Kopfhörer, Mikrofone und Aufnahmebänder. Das Nationale Technikmuseum in Prag zeigt die Ausstellung Technologie in der Diktatur. Zu sehen ist die Ausrüstung, mit der Funktionäre totalitärer Systeme zwischen den Jahren 39 und 89 Bürger und Feinde überwachten. Weil das ein Technikmuseum ist, haben wir uns vor allem auf Technologien konzentriert, die von kommunistischen Regimen oder den Nazis benutzt wurden, um an der Macht zu bleiben. Es geht aber auch um die Technik, mit der ihre Gegner für Freiheit kämpften. Die unterschiedlichsten Gerätschaften sind zu sehen, darunter auch ein selbst angefertigter Taucheranzug. Damit versuchte der katholische Priester Josef Skop 1957 aus der DDR in den Westen zu fliehen. Er begab sich in einen Fluss und wollte unter Wasser über die Grenze gelangen. Ein Stück Schlauch sollte als Schnorchel dienen, doch er bekam nicht genug Luft und starb.